Ganz zum Schluss vom Titel hast du ganz irgendwie die Puste verloren. Aber trotzdem vielen Dank für den interessanten Auftritt. Aber gesanglich war das am Ende nicht so doll. Gesanglich war es wirklich nicht toll, aber du hast uns schon bei der gezeigt, dass du eine super Sängerin bist. Ja. Und heute war es nicht deine beste Performance, ich glaube, das weißt du auch selber. Aber du kannst singen. Und mal schauen, wie weit die Reise geht. Ich schätze sehr, dass du dir sehr viel Gedanken darum machst, wie du aussiehst, wie du dich anziehst, was du hier für einen Special Effekt irgendwie uns noch anbietest. Aber ich muss sagen, ich war auch echt ein bisschen enttäuscht von dieser Sache mit der Kondition. Also wirklich, weil ich habe gesehen, du hättest viel, viel mehr bringen können. Aber du bist trotzdem irgendwie so unser Glitzerkönigin und es hat mir sehr gut gefallen. Ja, die bittersüßeren Lied, ja, ich weiß auch nicht, du bist natürlich wirklich eine Entertainerin, man hat eigentlich ein bisschen, kaut man sich die Fingernägel, was macht sie heute wieder, aber es war bisher immer unterfüttert von wirklich tollem Gesang, das hat mir heute gefehlt und wenn es dir nicht gelingt, mich gesanglich zu überzeugen, sondern nur mit irgendwelchen Zeuggeschwindeln, vorhin wollte ich nichts anderes, als dich in den Live-Show sehen. Jetzt denke ich, ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Mikro, okay? Aber trotzdem. Danke, Charlie. Ich nehme es mir zu Herzen, ja? Mit den Live-Shows könnte es für Julia knapp werden. Hat sie den Nerv der Jury dieses Mal nicht getroffen? Ja, heute war ich ein ziemlicher Idiot. Vielleicht habe ich zu sehr darauf gesetzt, dass ich irgendwie nur Performance hinlege mit Show-Acts. Das ist bitter, wie so mein Schwellenbitter, die Situation. Das ist leider so. Heute ist es nach wie vor darum, also aus 7, 3 auszusuchen. Bei Pietro wäre es so, er würde aus 7, 9 raus.